Was geht, meine Damen und Herren? Willkommen zu einem weiteren Part von Kim Possible. Von Kim Possible. Von Minecraft. Von Mario Kart. Mario Kart 7. Von Mario Kart 8, Freunde. Von was für Fong, Alter, hä? Magst du Fong? Ja, nee. Nee, also jetzt von Mario Kart 8 Deluxe, du Fettsack, online. Ich bin Deluxe, Alter, die Fresse. Also bitte vorher, das ist ein anderes Let's Play, weil wenn jetzt Mario Kart... Also stimmt, man muss das Deluxe ja richtig erwähnen, stimmt. Ja, ist ja auch so, weil ich habe ja Mario Kart 8 online ja gemacht. Und das ist ja, jetzt hier Deluxe, ja, als bitte vorher. Das war ja einfach über schwules JBB gelabert. Nee, da haben wir dich geraped. Und noch ein genau, Video. Und dann JBB. Ja, auf jeden Fall, nichtsdestotrotz. Das wird der letzte Part. Letzte Part sein von Mario Kart 8 Online, Deluxe, sorry. Ja, das ist auf jeden Fall der letzte Part. Ich habe keinen Bock mehr auf dieses Spiel. So, und ja, es wird nicht mehr kommen, sorry. Wenn man über Themen labern, können wir das ja an sich auch in der Laberrunde machen, oder? Wenn man Bock hat. Ja, also dafür haben wir jetzt die Laberrunde jetzt. Das kommt auch jeden Samstag so. Das ist halt ein festen Plan, so wie wir machen. Ich werde das Spiel dann auch verkaufen. Dann habe ich wieder Geld. Und ja. Deswegen will ich das Projekt ja auch beenden. Und ja, was haben wir für Themen? Gar nichts. Ja, eben gar nichts. Freier Laber mal wieder runter, Scheiße, bitte. Streng dich mal an. Streng dich ein bisschen an. Also, wir fangen erstmal klassisch an. Also, hier sind ja keine Grenzen gesetzt. Fangen wir mal ganz flockig an. So, das ist perfekt. Junge, Feier, du sollst nicht Sounds abspielen. Du sollst einfach nur dumme Scheiße labern, du Fettsack. Ja, okay, also fangen wir mal an. Ich sitze hier gerade. Und hab meinen Ventilator an. Bester, ja, was man hier beachten muss, ist auf jeden Fall, wenn ich hier nach links gucke, ich sehe hier gerade, oh geil, Teddy Sit von Krusty Krab. Lecker. Und hier, was, das, ihr müsst euch eigentlich mal angucken, die Laberwoche vom Samstag, das erste mit Mario Kart. Da habe ich das auch erwähnt, das mache ich jetzt hier auch. Also, ich trinke jetzt erstmal einen Schluck ACE. Ich habe hier Schwipschwap nebenan, richtig gechillig und Oreo Double Cream, wer das kennt, das ist bombenmäßig. Und ja, die Unterhaltung ist wie immer hier da, oder, Feier? Ist das ein unterhaltsamer Part? Ich könnte rausgehen, mir eine rauchen bei diesem schönen Wetter, aber nur ich hocke hier drin einfach im Kühlen und... Stimmt, Feier wollte ja auch mitspielen, aber es ging bei denen nicht. Haben wir ja schon in der Laberrunde gesagt, wer das verpasst hat, anschauen. Das ist genauso ein Mario Kart 8 Online-Part. So an sich, ich weiß auch gar nicht, wer überhaupt Mario Kart 8 Deluxe Online guckt, nur wegen Mario Kart 8 Deluxe Online und nicht wegen den Themen. Das würde mich mal interessieren, so. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Es ist ja passt, das Spiel passt ja eigentlich für Themen eigentlich. Man hat was Geiles zum. Ja, das stimmt ja schon, aber wenn wir eben Laberrunde am Samstag als Format haben. Dann ist das ja eigentlich Rain, was ich da als Gameplay entweder draufpacke oder ob ich mein Gesicht zeige. Das ist ja eigentlich komplett Rain, oder nicht? Wenn wir da über Themen labern, dann ist das doch dasselbe, oder nicht? Finde ich zumindest. Ich schaue gerade auf Instagram. Ich habe geschrieben, jemand soll ein Video zu Löwenzahn machen. Genau, das ist auf jeden Fall super wichtig jetzt hier anzusprechen. Warte, Keggy. Warum spielst du Sounds ab schon wieder? Oh mein Gott, Keggy wirft jetzt einen Teebeutel und... Oh.
Ja, so, also, was kann man noch sagen? Oh, Facebook, du hast eine Erinnerung. Was ist denn das? Also, Feuer kann. Feuer kann auf jeden Fall ein Part einfach mal so runterziehen. Street Pass Wolfsburg. Ja, genau, das gute Street Pass Treffen in Wolfsburg von Klaus organisiert. Wie Feuer einfach den Part downgradet. Feuer downgraden. Ich mache Upgrade. Nee, du machst Downgrade komplett, aber. Ich bin Peter Fox 1.1. Wer kennt noch Peter Fox, hä? Kennt ihr das noch? Haus am See. Affe. Am so Ende der Straße steht mein Haus am See. Orangebraune Blätter liegen auf den Weg. Ich hab 20 Kinder, als wäre ich ein verkackter Kanacke. Und meine Frau ist eine Kopftuchträgerin. Alles kommt für euch. Oh Mann, ey. Kramsee, das Haus am See. Alles glänzt, so schön neu! Ey, so wie kann man denn bei der Switch mit dem Lenkrad spielen? Keine Ahnung. Wie ich glaube, es gibt dafür extra Lenkräder noch. Ich echt? 20 Kinder. Ja, weil man kann ja gar nicht die Wiimote anschließen. Echt, kann man keine Wiimote anschließen irgendwie an der Switch? Also ich wüsste jetzt nicht, in welchem Spiel das gehen sollte. Ja, Mario Kart bestimmt. Oder für Mario... keine Ahnung, vielleicht für ein zukünftiges Mario-Spiel. Weil zum Beispiel jetzt auch wieder ein 2D-Mario kommt. Zum Beispiel New Super Mario Bros. Switch oder so. Super Mario Switch. Oder DKC Tropical Freeze. Nee, da gibt's das nicht. Doch, da gibt's aber ein Lenkrad. Sehe ich gerade. Doch, du kannst mit den Joy-Cons ein Lenkrad haben. Okay. Lol, geil. Ist cooler eigentlich, ne? Mhm. Aber die Wiimote geht halt nicht auf die Switch. Also, glaube ich nicht. Aber es gibt auf jeden Fall so ein Lenkrad. Das ist ja cool. Aber das braucht jetzt keiner. Ja, so, also, was könnt ihr eigentlich noch so sagen? Könnt ihr gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben, wie ihr so das kurze Let's Play zu Mario Kart 8 Deluxe Online gefunden habt. An sich war das ja jetzt eigentlich ja nur... Ich hol mal kurz einen Gast. Was für ein Gast schon wieder? Ja, Feier hat auf jeden Fall wieder hier downgraded. Keine Ahnung, was er jetzt vorhat. Funktioniert nicht. Ja, was wollte ich jetzt sagen? Ja, was schreibt eure Meinung in die Kommentare, auch wenn wir jetzt nicht so viele Themen behandelt haben. Wir haben eigentlich nur über das JPP geredet und, zwei, drei unterhaltsame Parts, glaube ich, gemacht, einfach so. Und nicht über ein bestimmtes Thema eigentlich geredet. Also das Projekt war so oder so nicht über... JPP ist ja eh langweilig und ich hab keinen, also... Das war ja eh nicht über sonderliche... Themen. Das war jetzt nicht so krasses Themen-Let's Play eigentlich. Weil wir eigentlich die Themen ja in Stardew Valley so... immer welche hatten eigentlich gemacht haben, ne? Und dafür gibt's ja jetzt auch die Laberrunde am Samstag. Wieder mal Werbung dafür, yeah. Guckt euch einfach Stardew Valley an, also das ist wirklich ein lobenswertes und ein gutes Let's Play, wo es auch ganz viele Geraps gab, zum Beispiel von Alkan, von Remco, von Alkan gibt's jeden eigentlich. Nee, von Alkan gibt's keins. Von Kim aber. Ja. Der Postbote, die Fliege. Von allem eigentlich. Alles, was so genervt hat, der hat schon gerappt gekriegt. Und dann die geilen Parts, wo ich das bei Joker einfach mal gezockt habe. Weil bei Remco, keine Ahnung, konnte ich nicht so viel zu sagen. Bei Joker hat es irgendwie mehr gebockt, weil er hat einen riesen Fernseher gehabt. Hey, was für ein Fernseher? Ja, oder riesiger Monitor. Wo es gechillt war, zu zocken. V
Fire graded mal wieder super down den Part. Also worüber können wir jetzt reden? Also Isolationshaft ist schlimm. Ich trinke Schwipp-Schwapp. Perfekt, Joker ruiniert mal wieder den Part, also... Junge, du hast ihn doch eh schon gedowngradet, ob ich jetzt trinke oder nicht, das juckt überhaupt nicht, du fettes Schwein. Kann ich ja auch Sounds abspielen, wenn's ja eh nicht mehr juckt. Junge, das ist ja der Punkt. Du hast es ruiniert, du Trottel. Trinken kannst ja von mir aus, aber du schnarchst wie so ein Fettsack und gehst wie so ein Fettsack, spielst Sounds ab. Also darf ich trinken bei dir schlafen? Kannst du doch machen, Alter, du Fettsack. Also kann ich bei dir schlafen? Bitte? Darf ich heute bei dir im Bett schlafen? Ich kann nicht allein schlafen. Da kommen immer Monster. Weißt du, wo du pennen kannst? Ja. Unter meinem Bett. Ist so, Alter, und dann, wenn da dein Arm raushängt, dann jumpscare ich dich. Ich warte nur auf dich. Fettes Kind baut. Wenn du Geräusche, dann guckst du da drunter und dann jumpscare ich dich. Baut dann das fette Kind. Hä? Machst du dann fettes Kind bastelt? Genau, ich bastel dann da irgendwas. Und zwar Nintendo Labo. Ja, stimmt, über die Nintendo Labo kann man ja an sich auch mal reden, so. Das Ding ist, also, wenn die nicht so teuer wäre, also die beiden Sets, hätte ich ja nichts dagegen, so das vielleicht mal auszuprobieren. Das Ding ist, ich wüsste jetzt aber trotzdem nicht, außer dieses eine Spiel jetzt, was man damit jetzt sonst so machen könnte. Vieles, tja, das kommt davon, wenn man sich nicht am Nintendo oder irgendwas anschaut, die das vorgestellt haben. Ich hab Nintendo Stream gesehen, du Spasti. Warum sollte man auch Tom Tender für so einen Scheiß angucken? Kann man gleich Nintendo gucken. Ja, okay, dann guck Flying Uwe. Den kannst du ja direkt vergessen. Ich finde Flying Uwe ist ein cooler YouTuber. Montana Black, Alter. Der hat was erreicht. Der hat ja jetzt auch wieder eine neue Wohnung. Junge, ist das hier jetzt ein YouTuber-Plauderei oder was? Ja, wollen also, hier unsere eigene YouTuber-Plauderei. Wir wollen doch hier unsere eigenen Themen jetzt hier behandeln und nicht dein... Domtendo hat ein Projekt geklaut, was ich machen wollte. Also ich wollte mal für die World machen als Together und was sehe ich dann? Ja, voll geklaut. Der hat es ja nicht schon zu Release gemacht. Oh nein, er hat ein Projekt geklaut. Nein, der macht das doch gerade. Ja, ich weiß, aber der hat es trotzdem zum Release schon gemacht. Warum ist das dann klauen, wenn das dann reloadet? Ja, du Vollidiot. Gerade als ich das machen wollte. Also willst du den schlagen? Ja, also komm hat her. Hat er von Let's Play Markus geheime Infos? Ja, klar, von dir auch. Glaub mir das. Ja, ist ja gut jetzt, Feier. Lass mal das YouTuber-Geplapper da. Senioren zocken ist auch gut. Super. Oder Propa. So. Alle abonnieren einfach, die ich hier erwähnt habe. Toll, bin Siebter. Ah, schlecht. Was willst denn du? Du hast nicht mal, du hast... knapp über 1000. Ja, und ich hab das ja auch zum ersten... nicht mal, was zum ersten Mal. Online, wann zocke ich denn das online? Gar nicht. Schlimm genug, dass du es einmal gespielt hast und nur 1005 hast. Das ich habe nur eine Runde gemacht und bin dann gequittet, weil ich das ausgetestet habe. Na das eben, 5 Punkte kriegt man, wenn man Siebter ist. Ich war ja nicht Siebter. Du warst halt Neunter. Nein. Wie viel da dann? Zehnter. Erster. Genau, Erster und kriegst nur 5 Punkte, macht Sinn. Warum 5 Punkte? Als ob ich am Anfang 1000 nur hab. Ja, hast du auch. Das ist Mario Kart, du Vollidiot. Da hast du 1000. Deswegen ist es ja peinlich, wenn man unter 1000 Punkte hat. Weil man am Anfang jetzt schon 1000 ich dachte, hat. Ich dachte, am Anfang hat man 0. Bist du blöd, man hat da 1000. Deswegen ist es ja peinlich, unter 1000 Punkte zu haben. Was ist denn das? Deswegen haben wir doch dich ausgelacht, weil du unter 1000 hattest. Ja, und du hast nicht mal die 10.000 voll.
Ja, ich spiel's ja auch nicht so oft. Ich habe wenigstens 2000. Das ist ganz normal. Das ist ganz normal, wenn man jetzt so oft spielt. 2000. Ist ja komplett normal, aber wenn man nur knapp so um 3 Punkte über 1000 hat, dann ist man ja auch trotzdem scheiße. Ja, und trotzdem überhole ich dich selbst. Ja, kannst du ruhig machen, ich spiele das Spiel ja nicht. Also nicht nach diesem Projekt, also nicht nach diesem Part hier. Ist dann endlich vorbei, auf jeden Fall für mich. Ich habe Mario Kart 8 nie wirklich jetzt irgendwie Lust gehabt, das zu aufzunehmen. Schon seit dem JBB nicht wirklich, also wenn man auf jeden Fall Themen-Let's Play, wenn wir irgendwas über Themen machen wollen, dann kommt bestimmt ja wieder so ein Harvest Moon-Let's Play oder sowas. Oder Animal Crossing könnte man ja auch machen, bestimmt. Irgendwas auf jeden Fall, wo man halt einfach über Themen labern kann. Solche... Stardew Valley Reloaded. Nee, brauche ich ja nicht. Es gibt ja genug verschiedene Spiele, die, wo man auch über Themen reden kann. Dass man auch neue Sachen so sehen, ne? Also, was man ansprechen könnte, ist ja DKC Returns 3D. Ich habe das ja jetzt gefunden. Ich wollte das ja eigentlich, als ich zu Joker gefahren bin, für Joker's Haunted Mansion, wollte ich das ja eigentlich mitnehmen, aber hab's nicht gefunden. Ich hab's dann irgendwo in den Tiefen meines Schublades, wo auch mein Fidget Spinner drin war, hab ich's gefunden. Fidget Spinner. Ja, Mann. Ja, wie gesagt, ich hatte nie wirklich Lust auf Mario Kart 8 Deluxe Online. Und ja, jetzt bin ich auch froh, dass wir das... Nee, also ich will das ja jetzt hier beenden. Und ja, an sich... Wie gesagt, ja, wenn es wie gesagt wieder ein Themen-Let's Play gibt, oder gesagt, wenn wir Themen haben, können wir ja irgendwie gucken, dass wir vielleicht, wenn es ein wichtiges Thema ist, können wir ja an sich auch ein extra Video machen, so. Ist ja kein Thema, denke ich mal. Ja, genau. Wenn wir jetzt kein Themen-Let's Play jetzt hätten, aber ich denke mal, es wird bestimmt wieder ein Themen-Let's Play auf jeden Fall hier geben. Wer weiß das schon. Ich denke es zumindest. Warum nicht? Du kannst ja über alles dann labern. Haha! Fuck. Ah, ich bin Vierter. On fire. Bist du so stolz auf deine 1005 Punkte? Guck, als Vierter bekommst du schon 16. Also wie zum Teufel hast du nur 5 Punkte bekommen? Keine Ahnung. Ich hab mir 9. Platz gekriegt. 4. Der 5. war 4. 10, 12. Ich bin ja 4. gewesen, also ich hab 16 bekommen. Hey, wie hab ich da 5 gekriegt? Ja eben, du bist 8. oder 9. gewesen. Nein! Klar. Ich war 6. oder so. Ja eben, dann waren es halt 6. von 9. Bist ja trotzdem so wie 10. So wie 9. oder 8. Hä, das war auch, glaube ich, eine 12er Runde. War es eben nicht, sonst hättest du ach, keine Punkte. Hallo, was das war, Alter, juckt doch nicht! Ja, an sich juckt das echt nicht, ob er 5 Punkte bekommt oder nicht. Hauptsache, du hast nicht unter 1000. Nicht so, dass sie nicht so schlecht mit mir. Wieso, Remco, du hattest doch unter 1000 bei der Wii U. Ja, auf der Wii U, Alter. Wie oft hab ich da gespielt? Yes. Ja, das ist ja der Punkt. Wenn du gar nicht spielen würdest, hättest du 1000 und nicht unter 1000. Du bist schlechter als Leute, die das Spiel neu kaufen. Besser hättest du es gar nicht gespielt. Ja, ich hab halt zu oft verloren, weil, keine Ahnung. Wie sagt mir immer ein Baracke immer? Ja. Ja, aber du bist halt. Du bist. Ja, aber der ist auch komplett scheiße und alles. Und außerdem. Du müsstest du jedes Mal 9. oder. Also 9. bis 12. halt gewesen sein. Was ist denn jetzt mit dem Gast? Ja, nee, Mastercraft AD. Dann nicht. Nee, nicht Mastercraft. Ja, der sollte kommen. Scheiß auf den. Hm. Aber warte, doch, einen Gast habe ich hier. Hallo Leute. Tschüss. Und ich habe auch einen. Ja, ist halt tschüss. Tschüss. Weißt du, was ich als Gast mitgenommen habe?
Den Banner haben wir, also ciao. Aber ja, wir mal mit. Ja, ja, ciao, Schnauze, du bist tot. Was denn? Oh, ja, ja, Schnauze, du bist im Mülltonne. Yes, mein Gott. Yo, G, zu der Hut. Schnauze, du bist tot. Nee, der wurde ja wiederbelebt. Nee, wurde denn nicht. Yo, ich lebe wieder. Fresse, du bist yo, tot. G, zu der Hucke. Yo, ich finde die Mucke. Fresse, du bist tot. Fresse, Schnauze, du bist tot. Nee, aber jetzt habe ich wirklich einen Gast, der ist endlich wieder mal da. Der ist mal wieder in Deutschland mit Rudolf Bang wieder zurückgekehrt, der Quangy. Was geht ab, meine Freunde? Jo, was geht, meine Freunde? Ich bin ja auch dabei. Yeah. Boah, endlich mal wieder in Deutschland, Alter. Was hier ab, was wir gehört haben hier über Deutschland, was hier für eine Scheiße passiert und so alles. Ja, die ganzen Ausländer, die sind richtig für den Arsch. Die können jetzt echt sich mal verpissen, sonst geht's erstmal hier richtig aufs Maul. Es reicht mir jetzt langsam hier. Müssen wir wieder das A-Team rufen. Das reicht hier. Wie kommt ihr eigentlich mit diesen ganzen Leuten zurecht? Das geht so nicht. Flüchtlinge, ja, da kannst du ja gleich schön hier, ja. Wollt ihr, wie viele Flüchtlinge wollt ihr hier noch reinbringen, diese scheiß Kanacken? Wir bringen ja eh nichts hier. Aber geil gemacht. Aber geil, was du dir hier gemacht hast, Feier. Ist ein richtig geiler Raum hier, Alter. Hat Styler, der kann ich auch Raps aufnehmen, Alter. Wer bist denn du? Ja, zu der U, zu der R, Schnauze, zu der K, zu tot. Der, ey, ich fick in deine Mutter, yeah. Schnauze, Alter. Du bist tot, du kleiner Hurensohn. Was ist das denn? Schnauze, du bist tot, Gucci, oh, okay, verpiss dich. Und ich fick in den großen Cranky King. Gucci, halt die Fresse, du bist tot. Was war denn das? Halt's Maul, Gucci, du bist tot, Schnauze. Was war denn das für ein Gammel-Rap, was der da gemacht hat? Halt die Fresse, du bist tot. Ja, und die zu der U, zu der Fresse, R, zu der tot. K, ey. Finde deine Mutter an, ey. Oh, du bist tot, Schnauze. Die Fresse, wer bist denn du, Alter? Was bist denn du für ein Knecht? Oh, ich bin Cranky King, ich bin Rudolf Bang, du kleiner Wichser. Was willst du eigentlich hier? Von Hurensohn bist du, Alter. Ich bumse dich kaputt, du bist tot, du fettes Missgestalt-Kind, Alter. Ich bumse dich kaputt, Alter. G zu der U, zu der R, Junge, zu der K, zu der E. Ich fahr dich ins KZ, was willst denn du eigentlich hier noch? KZ, Alter, gehörst du noch rein, Alter. Ja, gar ich nicht. Ich bin der Führer hier vom KZ. Deswegen gehör ich da rein. Du bist verarscht, du bist ein Flüchtling verarscht. Du gehörst in das KZ rein. Ich bin außerhalb und überwache, dass du, Fettsack, natürlich dann schön vergast wirst, du kleiner Missgeburtenschwein, Tunden, Nutzen. Du wirst vom kleinen Kanackenkind verarscht und wirst da reingesteckt. Junge, weißt du, was ich jetzt mache? Ich bombe hier die ganzen Flüchtlingsschiffe mal irgendwann. Die verbombe ich, zerbombe ich, alle. Alle ja, miteinander und dann zwinge ich die zu Italien zu gehen. Ist aber alles noch in Planung. Ja, wir haben auf jeden Fall eine riesige Planung gemacht. Oh, verstehe. Diese Kanacken kommen hier nicht nochmal rein. Und wie geht's dir, Joker? Was hast du so gemacht? Wir waren ja jetzt auf Malle überall. Wir waren überall einfach. Wir haben gechillt, Bananen geraucht. Gestern war 24. Ja, da habt ihr natürlich was Schönes gemacht, oder? Ja, hallo, wir haben uns die Birne weggekifft, Alter, das gibt's nicht. Musst du dir mal überlegen. Wir haben... Boah, Rudolf, voll unvorstellbar. Gestern liegen wir noch am Strand mit ein paar fetten Bitches. Haben uns einen Johnny geraucht. Einen fetten Blunt und jetzt sind wir hier in Deutschland, Alter, wieder. Ja, das ist echt krass. Aber es ist auch mal wieder geil, mal wieder hier zu sein. Aber wir haben schon viel Scheiße über Deutschland gehört hier. Echo-Verleihung und so alles, was hier passiert ist. Das ist echt eine Zeit lang her, ne, wo wir hier waren. Das ist... Wir haben auch mal langsam Heimfieber gehabt. Oh, perfekt. Ja, so... Ja, kannst du dich hier jetzt mal verpissen? Nee, jetzt G zu der Uhr, zu der Erde. Verpiss dich! Wir lassen dich gleich hier im Keller einsperren irgendwie. Dann beschmeiß ich dich mit Apfelmus. Ich beschmeiß dich mit Zucker. Oh ja, Zucker, das magst du dann. Du bist doch ein fettes Kind, Alter. G zu der U, zu der Verpiss dich. Kannst du nur das gleiche immer sagen, Alter? Ja, das ist das Einzige, was ich zu dir sagen möchte, vielleicht, weil du eine Missgestalt bist.
Das Einzige, was der sagen kann, als der G zu der Urke oder... Ja, weißt du warum? Weil du eine Missgestalt bist. Das ist Bauer Gurke, Alter. Junge, der verarscht Bauer Gurke aus Bob der Baumeister. Was soll denn das? Wie unkreativ kann man sein? Alabama, man. Und das ist jetzt hier eine Themenrunde oder was? Ja. Ja gut, halt die Fresse, das war's mit dem Part und das war's mit dem Let's Play. Morgen 6 mehr. Tschüss. Yo, G zu der U, zu der R, zu den K. Schnauze tot. Das ist die Urke, der fick dich. Und das ist das Ende von Marquardt 8. Fick dich. Yo. Hey, G-Urke. Yo. Ja, danke, dass du nochmal hier geredet hast am Ende. Das kann ich jetzt nämlich an. Ja, das kann ich jetzt natürlich an einem Video von Joker Trash schneiden, wo es darum geht, Hundekacke vom Boden aufzulecken. Also dann hau rein. Fick dich.